Oh, mein Rücken. Ja, mein Rücken, beziehungsweise mein Oberrücken- und Nackenbereich ist irgendwie... Aua. Hey, Mr. Sharkdim, ich hätte da mal eine Frage an dich. Kann ich dich vielleicht bei deinem nächsten Abenteuer begleiten? Ich meine, als Partner? Mr. Sharkdim braucht wohl etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Ich muss Mr. Sharkdim davon überzeugen, mich mitzunehmen. Das kannst du vergessen. Hey, lass mich davon jemanden wie dir nicht aufhalten, du Socke. Yep. Schneehöhle. Auf geht's. Geh in die Schneehöhlen. Ach ja. Ui. Schöne Vierer-Kombo. Ja, wenn man Gegner kombot, bekommt man natürlich auch mehr Geld. Und auf Dächern ist auch immer Geld. Ich frage mich, was die ganzen Häuser hier machen, wenn hier anscheinend keiner wohnt. So. So. Schieß der Sau ins Gesicht. So. Na. Immer dasselbe. Das ist etwas umständlich hier. Mit dem ganzen... Mit dem ganzen Zeug hier. Und sammeln wir erstmal das hier ein. Vorlage. So. Stier. So, leider nicht rechtzeitig entfernen können, bevor der nächste spawnt. Das nervt ein bisschen. Und schießt das doch. Schießt das Ding doch, meine Güte. So. Fertig. Und jetzt noch hier. Oh, nein. Na, super. Ja. Damit die Platte etwas schneller wieder zurückkommt. Einfach mal ein bisschen vorspulen. So. Hep. Du erwischst mich nicht. Bam. Yay, wir haben... Ich bin frei, du bist ein echter Held. Boah, der Text ist teilweise echt ein bisschen verglitscht hier. Banya-Anbau liegt mir im Blut. Ich bin jung, aber ich kenne mich mit Banya aus wie kein zweiter. Wenn du das sagst und ich bin voll über dich drüber gesprungen, du Scheiß. Boah, du. Pinguin. Was? Arsch, du. Du Arsch. So. Nope. Da gehe ich noch nicht lang. Lass mich hier hoch. Ich finde das mal süß, wie sie auf ihrem Gesicht landen. Ein neues Lied. Juhu. Yep. Na super, nur Geld. Yep. Yep. Nein. No. Man sieht die Gegner immer erst so sau spät in diesem Spiel. Geht es hier weiter? So, ha, voll umgeklatscht habe ich dich, du Sau. Ja. Na, komm schon. Immer diese sich bewegenden Plattformen, die nicht auf einen warten, sondern die einfach so weitergehen. Diese miesen Dinger.
Die sind immer so gemein. Ui, das hat sich aber gelohnt. Ein Leben. Kann ich gebrauchen. Ach, lass mich doch hier runter. Und ja, ich kann weiter in die Höhle. Mit neuer Musik. Und es startet direkt mit Munition. Das finde ich sehr nett. So, hier erschaffe eine Sprungfeder. Eine Sprungfeder, okay. Machen wir eine metallene Sprungfeder. So. So. Das sieht doch voll wie eine Sprungfeder aus. Oder wie eine Sanduhr. Je nachdem. Dupidupidu. Ach ja, genau diese Sprungfedern funktionierten etwas seltsam. Jojo, es ist generell immer gut, zuerst nach links zu gehen, weil meistens sind auf der linken Seite die Sachen zu finden. Und hep. Ja. Meine Güte, das habt ihr knapp gemessen. Da, da. Alter, knapp. Boah. Man sieht die Gegner teilweise viel zu spät für meinen Geschmack. So. Lass mich hier hoch. Yep. Und hier auch noch. Yep. Yep. Und rüber. Meine Güte. Wow, drei Treffer. Aus der Luft weggesniped. Hier unten irgendwas. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Geh kaputt. So. Ui, Munition. Zwar nur 5 Schuss, aber immerhin. Noch 5 Schneebälle sind besser als nix. Na. Und hey. Flieg rüber. Und ja, ich hab dich schon gehört, du. Vieh, aber da ist eine Wand oder so. Und irgendwie finde ich hier ewig nichts Besonderes. Und nein, dazu muss ich von hier springen. Und dann ist hier nichts. Also nichts wirklich Relevantes. Und hier unten auch nicht. Oh, wow. Da. Schieß doch noch um, du Arsch. Alter. Ja, er braucht teilweise ein bisschen lange, um zu zielen, beziehungsweise weigert sich einfach nach oben zu schießen. Und schießt lieber diagonal. Kloppt das Eis, wie noch nie zuvor irgendjemand Eis gekloppt hat. Ach, Alter, ich hasse diese... Nee, ich hasse diese Viecher. Nee. So. So. Was auch immer das gerade für ein Soundeffekt war. Und hier ist tatsächlich nichts. Alter. Ewig langer Abschnitt. Bei dem dann nichts ist. Naja, egal. Was gibt's hier? Diese Sprungplattform lässt sich abheben. Okay, das soll die Sprungplattform dann mal tun. Mich abheben lassen. Einfach nur farbig ausmalen, das reicht vollkommen.
Und tap. Und wuhu. Tap. Sehr gut. Wow. Gerade noch so eben die Plattform erwischt. Tap, tap, tap. Oh, meine Güte. Lass mich doch nicht immer nur ein Geld finden. Ach ja, schon, du kommst ja noch gar nicht runter, genau. Hep, so. Du gehst mal schön kaputt. Und ich sammle das Geld ein. Nee. So. Diesmal hat er auch nach oben geschossen. Und so wie ich es ihm gesagt habe, der nette kleine Kerl hier. Yay, wir haben ihn gefunden. Bauer Brown. Gut, dass du mich gerettet hast. Wir haben uns hier unten verirrt, nachdem wir das Dorf verlassen hatten. Egal, wir treffen uns am Ausgangstor. Ach ja, es gibt einfach noch viel zu viel Schmutz hier. Ist ja nicht mehr feierlich. Wie konntest du bitte da spawnen? Aus dem Nix. Wow. Gegner spawnen aus dem Nichts. Und dann haben wir auch alles. Und schon wieder spawnt da einer. Wo er nicht spawnen dürfte. Egal. Gegner aus dem Nichts gespawnt. Ist ja auch nett. Und sowas ist nicht nett. Hier ist Geld. Hier ist nix. Und nom und boing. Und da kann man natürlich nicht hoch. So ohne weiteres. Gib mir einfach die Vorlage. Und dann ist es geschafft. Und ey, Fähigkeitenmünze. Und rein. Ich weiß gar nicht, gibt es in dieser Höhle irgendwas Besonderes? Außer Eiswürfel, um übers Wasser zu kommen. Dum, da, dum. Weißer Eiswürfel. Das sieht eher aus wie ein riesiges Stück Zucker. Aber okay. Dupidu. Sehr gut. Ich habe meine Rüstung wieder komplett. Cool. Ach ja, ich mag den Soundeffekt, wenn er so seine Bälle abschießt. Das ist immer cool. Und ich habe einen Gegner gehört. Ich weiß aber nicht, wo der gewesen sein soll. Jetzt ist er sowieso tot. Und hier noch rüber. Für noch mehr Munition. So viel Munition brauche ich hier gar nicht. Zumal nicht mal was bringt. Wenn man nicht treffen kann. Au. Dich habe ich nicht gesehen. Eiswürfel. Ui, eine Münze, wow. Ich hatte irgendwie Erinnerung, dass in so einem Eiswürfel mehr drin ist. Aber gut. Wow, Browns Frau. Ich bin dir so dankbar, dass du mich gerettet hast. Nein, wie nett. Wir sehen uns im Dorf. Yep.
Und das Herz und Tap. Au. Ja, ich lasse ihn einfach mal leben, weil den zu töten ist nicht unbedingt notwendig. Und wir haben schon fast 1400 Münzen. Und da braucht ein U-Boot. Ja, sehe ich auch so. Ein super tolles U-Boot. Ach ja, wunderschön. Und los geht's. Jupp. Nom 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 nom. Wir haben jetzt ein U-Boot. Ach ja, das Level ist cool. Muss man schon sagen. Definitiv eins der interessantesten Level. Finde ich persönlich. Mit dem U-Boot hier. Und das Geld nehmen wir auch mit. Und töten. Juhu. Was auch immer das für Viecher sind, ey. Und dass das getroffen hat, wundert mich ein klein wenig. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Au. Und ich springe über das dämliche U-Boot. Hinaus. Ich meine, hier war. Genau, Secret. Neuer Stempel. Du, du. Und wir sinken wieder in unendliche Tiefen. Also nicht unendliche Tiefen, aber schon ziemlich tief. Ich mag das Geräusch, was das U-Boot von sich gibt. Das ist schön. Ich weiß gar nicht, ob man es in der Aufnahme überhaupt hören kann. Aber egal. Hep. Hep. Bam. Ja, da wollte er wieder nicht nach oben schießen, sondern schießt lieber diagonal. So. Aber ich erinnere mich gerade an was. Eigentlich hatte ich das so in Erinnerung, dass die Musik sich ändert, wenn unter Wasser ist. Aber anscheinend nicht. Okay. Und mein lieber Scholli, dieses Level dauert jetzt schon geschlagene, ja, so ziemlich genau 18 Minuten. Also, ja, die Level sind wie gesagt lang. Sind dafür allerdings nämlich auch nicht allzu viele. Und man muss ständig Sachen suchen, das gefällt mir eigentlich nicht so sehr. Aber in den meisten Leveln sind die Sachen nicht zu schwer zu finden. Und da draußen wird immer noch geknallert wie bescheuert. Es ist immer noch nicht Mitternacht, ihr Leute. Ich hau einfach ab. Naja, egal. Wir sind ja jetzt durch. Wow. Einfach ausweichen und durch. Ja, alle Gegner sterben nochmal. Zack, zack, zack. Jo, fast 20 Minuten für ein Level. Ja gut, ganz durchschnittlich, ne? Die Level sind halt lang und oh, mein Rücken. Irgendwie sitze ich nicht gerade günstig. Habe ich so einen Eindruck. Level geschafft. Ja, ich glaube sogar zu 100%, ne? Ja, genau. 100% dieses Level. Oh hey, Bauer Brown, du bist zurück. Ja, meine Familie und ich, wir hätten nie gehen sollen. Wo ist der Häuptling? Wir sollten mit ihm reden. Oh, er müsste vom Rathaus sein. Vielen Dank, Bursche. Man sieht sich.
Der Schöpfer muss ihn. Ja, der Schöpfer muss hier einen Rapporroller oder sowas näher zeichnen. Hey, Mr. Shark Dam, wie war es in Schneehöhlen? Da war ein U-Boot. Heiliger Strohsack, ein U-Boot? Und der Schöpfer hat es für dich gezeichnet? Bei deinem nächsten Abenteuer musst du mich mitnehmen. Bitte. Hey, Mr. Shark Dam, der Häuptling will dich sehen. Ich finde es cool, wie er einfach geht. Er geht einfach. Ja, das ist schon cool. Bauer Brown, du bist zurück. Ja, dank dieses Helden hier. Wie ich hörte, wollt ihr auch das Sonnenlicht wieder zurückbringen. Es ist noch nicht zu spät für die Banya-Ernte. Bauer Brown zu dir da. Mr. Shark Dam, du hast alle Teile der Sonnenseite gefunden. Ich werde sie wieder ins Buch des Lebens einfügen. Das war's, so gut wie neu. Jetzt liegt es am Schöpfer, uns eine neue Sonne zu zeichnen, die das Dorf erhält. Zeichne eine Sonne. Das werde ich tun. Natürlich. Strahlend gelb. Machen wir es doch so. Eine schöne bunte Sonne. Die Sonne ist zurück. Die Sonne scheint wieder, Mr. Shark Dam, unglaublich. Yeah. Wunsch ist Dunkelheit, Mr. Shark Dam ist erstaunlich. Der Rest des Dorfes ist bestimmt aufgebracht. Mal schauen, was Marie davon hält. Wir sehen uns. Sprich mit Marie und Isaac. Ja. Keine schlechte Idee. Tut mir leid, Marie. Ich habe noch keine Bücher auf Lager. Der Laden wird noch immer aufgeräumt. Wir haben noch nicht mal geöffnet. So ein Mist. Das Lesefutter ist mir ausgegangen. Wie sieht es mit etwas Farbe aus? Wir wollen ein Schild am Dorfeingang aufstellen. Wir wollen den Schöpfer bitten, das Dorf umzubenennen. Ich habe leider auch keine Farbe vorrätig, tut mir leid. Nun, zumindest scheint die Sonne wieder, kein grauer Himmel mehr. Ja, und Bauer Brown ist auch zurück. Gerade zur rechten Zeit, wenn ich mir die Banya-Bestände so angucke. Meinst du, dass er noch mehr auf seinem Bauernhof anbauen wird? Keine Ahnung, der Hof ist noch nicht immer in Dunkelheit gehüllt. Und die eigentliche Banya-Ernte ist vor einiger Zeit verschwunden. Ja, dank Wilfrey. Hey, Mr. Shark Dam, du sollst mal beim Bauer Brown vorbeischauen. Ja, genau, schickt mich von einem Ort zum anderen. Oh, hallo, Mr. Shark Dam. Meine Farm hier ist in Dunkelheit gehüllt. Der Schöpfer könnte hier nicht zufällig mal nach dem Rechten sehen. Vielleicht sollst du erst die ewige Flamme aufsuchen. Komm dann zurück, um die Dunkelheit zu vertreiben. Ja, so läuft das jetzt immer. Immer wieder müssen wir zur ewigen Flamme antippen und die Dunkelheit vertreiben. Das sind eine Menge Wolken. Vertreibe die Dunkelheit. So. Du. Und die Wolken sind verschwunden. Warum kommst du nicht mit hinein? Meine Frau und mein Kind sind auch schon dran. Ich kann die Banya-Samen nicht finden. Kleiner Rappo, sieh mal im Schrank danach. Jawohl, Sir Papa. Keine Samen zu sehen, Papa. Was sollen wir nur tun? Ohne Banya-Samen wird es kein Banya-Brot mehr geben. Oder Banya-Pudding. Oder Banya-Kuchen. Oder Banya-Muffins. Weißt du, dieser Held hier kann uns doch bestimmt die Banya-Pflanzenseite besorgen. Wenn die Seite wieder im Buch des Lebens ist, kann der Schöpfer eine neue Banya-Pflanze zeichnen. Meint ihr, ihr könnt uns dabei helfen? Der Häuptling hätte sicher nichts dagegen. Jupp. Oh, Mr. Shark Dam, ich habe Jovi und Marie im Dorfeingang gesehen. Sie haben dich gesucht. Jojo.
Ach ja, schön, Musik. Ach ja, stimmt, Dorfeingang. Ja, die Folgen von Drawn to Life werden eventuell immer ein bisschen länger, weil die Level halt lang sind. Oder, oh, ich schau mal, wie ich das mache. Vielleicht sollten wir Isaac nach einer Leiter fragen. Isaacs Laden ist zurzeit noch leer. Ich war vorhin schon bei ihm. Bestimmt kommt Mr. Sharkdam daran. Hey, Mr. Sharkdam, hilf uns mal mit dem Schild hier. Apropos, ist eigentlich zu unhöflich. Warte, Mr. Sharkdam, wir sollten den Schöpfer erst bitten, das Dorf umzubenennen. Gute Idee. Schöpfer, wie sollen wir unser Dorf nennen? Wär's einfach mit... Passt das? Nein. So. Die Wesen der Welt heißen so, also kann das Dorf aushalten. Welch großartiger Name. Ich stimme zu. Ich sage dem Dank fürs Aufstellen des Schildes. Jupp. Jetzt müssen wir aber an die Schneefälle. Die Seite suchen. Und zwar im nächsten Part. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.